Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyworld. Und ich bin ein bisschen durch, denn ich habe gerade eben noch mal eine komplette Stunde am Stück einmal da oben den Teil verschoben. Ich habe jetzt hier die Mitte mit schwarzen Kohlblöcken aufgefüllt und ich habe die komplette Verkabelung hinten gemacht. Und um euch das ganz kurz zu erklären, warum das nicht durchgängig ist, weil es nicht notwendig ist. Wir haben ein bisschen Conduits gespart, indem wir hier eben nur bis zu dieser Reihe gehen, immer jeweilig an den Seiten. Die oberen Teile sind alle verbunden und wir haben eine einzige Seite, die komplett nach unten verbunden ist, bis hier runter, die theoretisch einmal komplett rumgeht dadurch. Das bedeutet, diese ganzen Dinge arbeiten alle zusammen und damit haben wir auch alles verkabelt und hier oben ist es halt so, dass hier dann natürlich alles zusammenkommt in dem mittleren Punkt. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert und dass alles richtig angeschlossen ist. Wie gesagt, das hat jetzt eine Stunde gedauert, das wären jetzt 5 Folgen gewesen, gefühlt so. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass das jetzt einfach vorbei ist für euch auch, nicht unbedingt so lange anzugucken, damit wir hier nicht das Problem haben, dass das die ganze Zeit hier in der Folge drin ist. Wie gesagt, das ist doof. Wir müssen jetzt noch genug Cobblestone generaten, damit das Ganze hier funktioniert. Bedeutet, wir brauchen erst einmal eine Quantum Storage und das müsste relativ flott gehen können. Bis wir die haben, genau das da, dann brauchen wir noch ein Label. Dankeschön. So, da haben wir ein Label. Das hätten wir jetzt theoretisch autocraften lassen können, das Paper, aber das war jetzt in dem Fall nicht notwendig. Und wir brauchen Cobblestone Generators, und zwar Cobblestone Generatoren, und zwar der höchsten Stufe. Cobblestone. Es reichen 4, aber wie gesagt, der höchsten Stufe bedeutet, wir brauchen erstmal noch 1, 2, 3, 4. 4, da. Und 4 Stück davon. Dive into the water. So, dann brauchen wir noch Speed Upgrades, und zwar mehr. Speed Upgrades. Erst einmal brauchen wir hiervon Pistons. Pistons habe ich auf Autocrafting. Piston. Ja, Piston. Mach ein Stick. Fein. Feines Gedöns. So, dann können wir nämlich hier Speed Upgrades machen. Und davon am besten den kompletten Stack. Wenn ich weiß, Redstone-Fackeln. Okay. Ein Stack Redstone-Fackeln. So. 60 Stück davon brauchen wir. Speed Upgrades, beziehungsweise nicht 60, sondern 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Wir bauen jetzt an dieser Seite hier, haben wir nämlich hier 5 Stück. Bauen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4 hin. Und dann müssen wir das nur noch richtig hin tun. Ah, das sind 5. Stimmt, 5. 1, 2, 3. Ah, stopp. Hier hin. 4. Du kommst bitte her. So, jetzt ist das Wichtige, dass wir das Ganze richtig verkabeln. 3. Das ist zum Beispiel die falsche Verkabelung. So. So. Das muss nämlich weg. Und wir machen hier Extract auf Brown. Genauso wie wir hier einfach wegmachen und Extract auf Brown machen. Natürlich alles mit Always Active, Always Active. Gleiche kommt hier wieder. Zack, zack. Ebenfalls zack, zack. Zack, zack. So. Und hier haben wir den Vault. Und da haben wir jetzt erst einmal, den haben wir nach unten zu tun eigentlich. In dem Fall geht es jetzt nicht nach unten, sondern dahin. Erstmal haben wir hier natürlich einen Extract. Always Active. Und das Ganze bitte auf volle Power, also 15 Stück. Und wir brauchen noch das da und das da. Das muss jetzt aber erstmal weg. Und ebenfalls hier das gleiche nochmal hin. Das da weg, das da weg. Ich möchte, dass es hier theoretisch aus- und anschaltbar ist. Insert. Insert, Brown, Brown. So, ihr müsstet jetzt theoretisch schon funktionieren. Genau. Wenn ich euch die Speed-Upgrades reinlege, müsstet ihr richtig funktionieren. Darf man nämlich auch nicht unterschätzen, dass die Speed-Upgrades hier einiges ziehen.
Ich glaube, ich kann hier kein Label mehr dran setzen. Dann kann ich von unten ein Label dran setzen? Das? Ja, das geht. Wir sehen hier, wie viele Cobblestones drin sind. Und wir sehen, wie schnell das jetzt läuft. So. Das ist die Geschwindigkeit, wie schnell das Ganze jetzt abläuft. Okay, da kommt ein bisschen was zusammen. Interessant. Und es müsste hier aber auch schon eine Menge Lava zusammenkommen eigentlich. Ja, da seht ihr oben in den Einstellungen, dass hier viel zusammenkommt. Jetzt müssen wir noch irgendwo einen Output für Lava haben. Am besten ein System. Ein Grid mit Fluid. Ein Fluid-System. Bedeutet, wir brauchen ein Fluid-Storage. Fluid. Ein Fluid-Grid wird eingespeichert. Hier nicht Platz, da nichts Platz, da, da Platz. Ein Fluid-Grid. Ein Grid. Und natürlich eine 512er? Nein. Wir brauchen erstmal die hier. Das Ganze hier einspeichern. Genau, 4 Silicon, das ist das Richtige. Dann müssen wir natürlich noch die nächste. Hier die da. Einspeichern. Dann müssen wir noch die da einspeichern. Wir müssen natürlich noch die da einspeichern. Und hoffen, dass das jetzt alles funktioniert. Und dann müssen wir noch das letzte Rezept einspeichern, und zwar die 512er Storage. So, wenn ich jetzt 512 bestelle, weiß der, wie man Eimer autocraftet? Das ist jetzt die Frage. Nee, das ist das Einzige, was er nicht weiß. Ulul, dann lass ihn doch einmal Eimer craften, bitte. Hallo? Kann ihn bitte mal eine Eimer craften lassen? Dankeschön. Wo bleibt's? Halt, stopp, was habe ich denn gerade rausgetan? Awkward Planks. Awkward Planks. Eine Chest. Die Chests sind nicht richtig drin. Lul. Okay, da ist auch alles drin, was wir brauchen. Turbinhousing. Haben wir denn keine Speed-Up? Doch, haben wir. 1, 2, 3, 4. Einfach eine neue anfangen. Hululul. So, das bedeutet, wenn ich jetzt 512 bestelle und davon 8 Stück bitte, dann müsste das gehen, oder? Ja. Und es sollte sogar relativ schnell gehen, je nachdem, wie schnell die Solderer sind, aber es sollte funktionieren. Upsala. Oh, ja, ja, das war ein komisches Geräusch. Ich verzeihe mich dafür. Ich verzeihe mich dafür. Dankeschön, dass ich mir verzeihe. Controller. Den müssen wir kurz craften. Halt, stopp, den müssen wir da oben craften. Controller. Und zwar den da hier. Da brauchen wir wieder ein Quarz-Machine-Casing. Kein Problem. Dann haben wir einen Controller. Schön. Dann brauchen wir ein Fluid-Import. Fluid-Import-Bus. Wie sieht der hier aus? Das ist die Frage, die ich mich gerade eben frage. Den sehe ich hier nämlich gerade nicht. Wie bekommen wir die Fluid-Sachen rein? Upsala. Refined Storage. Importer, External Storage, Exporter, Constructor, External Reader. Range Upgrade, Speed Upgrade, Crafting Upgrade, Track Upgrade, Interdimensional Upgrade, Silk Touch, Fortune, Grid, Network. Nicht gut. Ein Fluid Interface könnte das Richtige sein. Ist es ein Fluid Interface? Es sieht nach einem Fluid Interface aus, das wir brauchen könnten. Dafür muss ich ein Bucket mit einem Redstone. Und ein Bucket, bitte. In einen Solderer tun. Bucket. Ein Fluid Interface. Da haben wir es. Das ist natürlich jetzt interessant. Wie funktionierst du? In, out. In, kommt hier rein.
Die Frage, wenn wir das jetzt hier an einen Fluid-Gedöns dran setzen. Okay, da ist jetzt Lava als In. Bedeutet, der kann importieren. Das ist doch schon mal super. Kann auch einfach der Importer importieren? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Aber der hat ja sofort angenommen. Deswegen, das kann schon sehr gut sein. Drive, brauchen wir noch einen. Der dürfte nicht allzu lange dauern. Wie gesagt, das haben wir auch. Da ist ein Drive, dann brauchen wir einen Kristall. Den da, damit können wir ja dann noch verkabeln. Dann brauchen wir unsere 512er Festplatten, davon haben wir jetzt gerade eine, die reicht uns. Dann brauchen wir unser Grid, das war das Fluid Grid. Das dürfte auch nicht allzu lange brauchen, da ist unser Fluid Grid. Und dann haben wir alles da, was wir gerade brauchen, um das ganz kurz mal zu testen. Also, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das hier mit einem Gedöns davon, darauf dran ein Fluid Grid, wundervoll, darunter ein Controller, das hier ist ein Controller, der Energie braucht, natürlich, von hier unten am besten, Crystal Binder, so. Auch du bekommst jetzt erstmal Energie, wenn ich dich auf das richtige Ding umschalte. Output. So. Schön. Jetzt haben wir da oben auf jeden Fall mal eine Diskette. Jetzt brauchen wir noch ein Fluid Interface, das das ganze Zeug importiert, das wir nicht brauchen gerade. Wo machen wir das denn am besten? Hier haben wir halt gerade volle Verkabelung. Bedeutet, wir müssten das Fluid Interface zum Beispiel hier hin machen. Das müsste ja funktionieren. Der gibt ja automatisch in und out und dann brauchen wir noch ein paar Kabel. Kabel. Das sollte ja gehen. Wir testen es jetzt gerade nur mal kurz zum getestet haben. Bedeutet so, bekommen wir da jetzt was rein? ...14, 15, 16, 17, 18, 19. Können wir Speed-Upgrades holen? 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir Stack-Upgrades am besten noch, um es zu testen, ob das funktionieren würde. Können wir das mit dem Interface erhöhen? Okay, das scheint zu funktionieren. Dann eventuell jetzt gerade eben voll gelaufen? What? Oh lol, wir sind voll. 512 Buckets passen dadurch rein. 512 Buckets? Ist nicht besonders viel. 512 Buckets sind gar nichts. Das ist doof. Das ist natürlich super doof, dass das 512 sind. Dann können wir auch einfach direkt an irgendwas Größeres anschließen. Dann können wir uns das hier sparen. 512 ist nicht genug. Definitiv nicht. Dann schließen wir es an was Gescheites an. Direkt an eine Stromversorgung am besten. So. 512. So. Das bedeutet, wir holen uns ganz kurz mal unsere Lava-Generators zum Beispiel und so weiter. Also erstmal Lava-Generator. Wir haben hier einen MK3-Lava-Generator. Wenn man den damit jetzt betreiben wollte, noch zusätzlich, dann würde das doch funktionieren, oder? Wenn wir den hier unten reinsetzen wollten, zum Beispiel, nur als ein Beispiel, müsste es doch möglich sein, damit zu funktionieren. Ui, wieder zu weit, ey. Fluidukte. Ah, nicht besonders viel, okay. Aber ein paar haben wir noch. Ein paar Fluidukte haben wir noch. Schön. 2, 3, 4, 5. Und dahin. Utzi butzi. Da wird ein wenig was gemacht, aber irgendwie auch nicht gleichzeitig. What? Warum machst du nichts? Ah, jetzt. Okay. Okay. Also das würde zum Beispiel schon mal gehen. Bedeutet aber auch, wenn wir das hier theoretisch jetzt nicht als diesen Anhänger hier haben wollen, sondern wenn wir das jetzt hier zum Beispiel hier vorhaben wollen in der Reihe,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 19, F12. So, und das Ganze hier drüben mit verkabelt haben wollen. Dann würde das auch so gehen. Genau. Und da müssten wir... Ach, wir haben eins aufgesammelt. Von all den Dingern haben wir eins aufgesammelt. Faszinierend. Wir brauchen Stone Barrels. Stone Barrels. Stone Barrels. So, das müsste locker reichen. Und wir brauchen mal Stone Brick Slabs. Also bitte ein Stone Brick haben. Dankeschön. Stone Brick Slabs. Davon die da. Und dann hätte ich gerne noch ein paar Stone Bricks zum Painten. So, den da. Eins davon. Und ich brauche eine Conduit-Fassade. 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 Conduit der Conduit, die Conduit-Fassade. Ja, ja, ja. Conduit-Fassade da. Guck mal, auf einmal hast du wieder Strom. Ist cool, gell? Oh, ich painte gerade das Falsche. Ich würde gerne Conduit-Passaden painten, nicht das da. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 Stück reichen. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 reichen nicht. Wir brauchen 11. Cool, ich hatte es fast auf dem Schirm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cool. 11 Stück davon. Mr. Enderman, ist schön, Sie zu sehen. 11 Stück davon. Fassaden, 2 Stück weiter noch. Genau. Wundelsön, guten Tag. Das noch da rein und das ist falsch. Das noch dahin. Wunderbar. Das funktioniert also schon mal. Und hier haben wir jetzt noch einen Slab, den wir reinlegen können. So, mein nächster Plan wäre dann natürlich hier das da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das bedeutet aber, wir brauchen 10 weitere von den MK3-Generatoren. MK3-Generatoren, 10 Stück. Brauchen wir noch was genau? Einfach nur Electrum Grid. Electrum Grid brauchen wir dafür. Ja gut, das bedeutet, wir müssen dem irgendwie das Rezept einbläuen. Habe ich ihm das nie gegeben? Nee, habe ich nicht. Okay, dann machen wir das. Brauchen wir noch Pattern, ganz kurz, genau. Electrum Grid. Jetzt geht's aber langsam in den besoffenen Status hier. Was soll denn sowas? Das da. Das da ist Electro Grid. Und wir möchten gerne auch die Vorstufen haben. Bedeutet, ich möchte gerne Goldpowder haben. Bitte Goldpowder, so wie sich das gehört. Ex Nihilo. Ender.io, Goldpowder, Ender.io im Crusher, nicht im Crusher, was soll denn das? Zackmill will ich, SAG. Zackmill, Goldpowder bitte. Danke, nein, das kannst du rausnehmen. Das musst du nämlich nicht reintun, das hier ist Gold zu Goldpowder, okay. Und das gleiche gilt hier für Silver. Zack, 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 zack. Silver, 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 Silver. Silver, 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 Silver. Uhu, Silver Ingot zu dem da. Ebenfalls hier brauchen wir keine Dark Steel Bolts, sondern das da nur. Hallo, danke. So, dann schmeiß mal da rein. Das da plus das da. Haben wir hier Darkspeed-Boss automatisch drin? Ja, haben wir. Und hier oben müssen wir ins Crafting natürlich noch Grid reinlegen. So, wenn wir jetzt Lava-Generator im K3 10 Stück bestellen, dann fehlt uns... Ich hasse es. So, also, tun wir einfach mal so, als würden wir Elektro machen. Alter, das ist echt krass. Dass mich das hier jetzt wieder trollen möchte. So, Elektrum, bitte. Du Elektrum hier, oben dazu. Lava, 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 lava. Ein Stück. Er kann es wieder nicht craften. Was fehlt uns? 1000 Silver fehlt uns. Wir haben kein Silver. Silver?
Nein, wir haben kein Silber. Das bedeutet, wir brauchen Silber. Und der beste Weg, um für uns an Silber zu kommen, wäre momentan. Das ist ein langer Weg. Ein sehr langer Weg. Ein Silver Chicken in der Masse. Okay. Ja. Silver Chicken wäre zum Beispiel die Möglichkeit. Oder eine Silberpflanze. Oder ich siebe Silber. Müsste nämlich auch gehen, theoretisch. Dafür müsste ich was sieben, das alles Mögliche, nur halt mit den sieben hier. Sand, Dust, Gravel. Alles mit String oder Flint, String oder Flint, String oder Flint. Also wir gehen auf jeden Fall irgendwie auf Silber. Menschen, wir machen das aber in einer der nächsten Folgen, damit wir unsere Generatoren da vorne noch zusammenkriegen. Bis jetzt haben wir aber schon mal den Teil hier fertig gemacht. Das war eine Menge Rumgebödel dafür, dass das einfach nur das zu einstellen war. Aber um die Leute mal ganz kurz noch aufzuklären, wie das da unten aussieht. Wir haben hier mittlerweile 44% voll. Das bedeutet, das Ding hier arbeitet fleißig für sich selber und füllt sich nach und nach selbstständig auf mit Jellorium. Und wir sehen auch hier, da kommt ein bisschen Plutonium raus. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dass wir das ganz kurz als Update gemacht haben. So, liebe Menschen, Tiere und Doktoren, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin erst einmal ciao. Throw your canes up.